Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen News-Update-Video zum Spiel Farm Together 2. Ja, die wahrscheinlich wichtigste News seht ihr hier schon um mich herum laufen, aber es gibt noch einiges mehr und das seht ihr jetzt. Ja, die vielleicht wichtigste Neuigkeit für euch wird sein, wir haben endlich Schafe. Naja, sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der Optik her, finde ich. Aber ich finde es ganz niedlich, wie hier diese ganzen Kringel mit drin sind. Ich kann euch leider noch nicht so viel dazu sagen, weil sie ja gerade erst reingekommen sind. Dementsprechend kann ich die Werte nicht angeben. Aber die ersten Schafe kann ich euch schon mal sagen. Die kosten pro Stück 4.300, sind also nicht gerade billig. Ihr bekommt jedes Mal 630 als Ertrag, also bekommt ihr abgeerntet und die geben euch logischerweise Wolle bzw. auch 47 XP pro Schaf. Brauchen aber dafür auch 4 Stunden, damit man sie einmal abernten kann. Diese gibt es natürlich wieder in weiteren Varianten. Und zwar sind das insgesamt 4, 5, 6 Schafe, die ihr auf eure Farm setzen könnt. Des Weiteren gibt es eine neue Feldfrucht sozusagen. Und zwar den Spinat in 2 verschiedenen Sorten. Einmal für 4.500 der Standardspinat. Der kann immer im Frühling und im Winter geerntet werden, beziehungsweise drauf, also geerntet werden, ja immer draufgesetzt werden. Und ihr bekommt einen Ertrag von 5.350, logischerweise Salat und 120 XP. Also sind schon gut XP, die ihr da kriegen könnt. Aber das Ganze dauert einen Tag, bis ihr das Ganze abernten könnt, beziehungsweise entsprechend halb so lange, wenn ihr das Ganze durchgehend bewässert. Die zweite Variante ist abhängig natürlich von der ersten Variante, kann ich euch nicht zeigen, weil es gerade erst geupdatet wurde. Aber dafür müsst ihr die erste Variante auf Level 20 haben, um die dann auch setzen zu können. Des Weiteren gab es bereits im letzten Update, aber für die 2 Sachen, glaube ich, die geändert wurde, hat sich kein News-Video gelohnt, gab es noch etwas Neues, und zwar haben wir neue Beleuchtung bekommen. Wie gesagt, diejenigen unter euch, die jetzt durchgehend gespielt haben, die werden das sicher schon festgestellt haben. Und zwar gibt es einmal die LED-Laternen für 10 Edelsteine. Dann die Gartenlichter für 40 Edelsteine. Und ja, es ist genauso, wie man es sehen kann. Also es sind immer 2, die dann hingestellt werden. Die werden dann zum Beispiel rechts und links vom Weg aufgestellt. Könnt ihr natürlich aufstellen, wie ihr wollt. Nur so als Beispiel. Und die intelligente Laterne. Die könnt ihr dann für 80 Edelsteine auf eure Farm setzen. Zudem wurde angekündigt, dass mit diesem Update Wasserfälle eigentlich ins Spiel reingebracht werden sollen. Ich zeige euch da jetzt mal einen kurzen Ausschnitt aus dem News-Update. Und zwar sieht man hier oben Sheep and Waterfalls. Man sieht es auch hier hinten sehr schön im Hintergrund. Allerdings habe ich persönlich jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, das Ganze überhaupt hinzusetzen. Deswegen müsste ich da mal ein bisschen ausprobieren. Wenn ich das hinkriege, dann gibt es vielleicht nochmal ein Video bzw. einen Kommentar danach. Wenn ihr da mehr wisst wie ich, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil wie gesagt, ich habe es noch nicht so ganz herausgefunden, wie man diese Wasserfälle setzen soll. Ich kann nur diese normalen Höhen setzen. Des Weiteren wurde der Bambus ein wenig geändert. Und zwar der normale erste Bambus, der gibt jetzt komischerweise Salat. In der zweiten Stufe wird mir allerdings immer noch Wolle angezeigt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein Bug ist. Ich nehme es jetzt einfach mal so hin, dass die zweite Stufe trotzdem weiterhin Wolle bringt. Sollte sich das nochmal ändern bei euch, seid aber nicht überrascht. Es kann natürlich sein, dass es tatsächlich einfach nur ein kleiner Bug ist. Und die dritte Stufe, die bringt dann wieder Salat, wenn ihr das Ganze aberntet. Zudem ist hier auch nochmal angegeben beim Update, dass die Recovery-Rate, also die Wiederherstellungsrate, sprich die Geschwindigkeit, wie schnell euer Tank wieder aufgefüllt wird, nochmal erhöht worden ist. Und ebenso die Kapazität und die, ja, Recovery-Rate, ich komme gerade nicht auf das deutsche Wort, also die
Geschwindigkeit, mit der das Ganze neu aufgefüllt wird, von euren Tankstellen selber. Leider, leider habe ich allerdings auch eine sehr, sehr schlechte Nachricht für euch und damit schönen Gruß an Anna, die das Ganze schon vorhergesehen hat. Leider wurden die Medaillen genervt im Restaurant und zwar wurde der Betrag von 100 Salz, den man normalerweise benötigt hat, um zwei Medaillen zu erhalten, wurde hochgestuft auf 200, was sehr blöd ist, weil ich erst das Update gemacht habe und meinen Salz vorher noch nicht verkauft habe. Dementsprechend mache ich jetzt um die Hälfte Verlust. Das ist eigentlich schon eine Riesensauerei. Aber ja, was will man erwarten? Ich meine, wenn man im späteren Level ist, dann kriegt man sowieso den Hauptteil der Medaille nicht hier drüber. Und da, wo man es eigentlich bräuchte, nämlich in den Anfangsleveln, da hat man Salz noch gar nicht freigeschaltet. Also eigentlich ist es gehopst wie gesprungen. Eine positive Änderung gab es allerdings nochmal in den Shops selber. Und zwar war es ja abhängig vom Level so, bei mir waren es, glaube ich, immer 7 Edelsteine, die ich bekommen habe pro verkauften Teil. Jetzt ist es so, dass man immer 10 Sachen verkauft. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das vorher auch schon so gewesen ist oder ob man immer eins verkauft hat, aber ich glaube, wir haben sonst auch immer 10 verkauft. Bekommen dafür allerdings für alle tierischen Produkte mehr Edelsteine. Zum einen wird der Käse für Medaillen verkauft. Ich meine, das war vorher auch nicht so. Ich meine, das waren Edelsteine vorher. Und wir haben jetzt die Eier und die Milch jeweils für 15 Edelsteine. Hier mal eben als Vergleich beim Obststand. Gut, ich habe jetzt die 8 Edelsteine, nicht mehr 7. Aber ihr seht schon, bei den normalen Sachen ist es gleich geblieben. Da ist das abhängig vom Level, dass ihr weiterhin beispielsweise 7 oder 8 bekommt. Oder vielleicht seid ihr auch schon höher im Level und keine 15. Ebenso wie der Süßwarenladen. Ich meine, dass man vorher 2 Medaillen bekommen hat. Für den Honig, den wir immer noch nicht produzieren können, und die Marmelade, die wir immer noch nicht produzieren können. Also es könnt ihr beides weiterhin nur über ja, die Tauschgeschäfte in der Stadt bekommen. Bevor jetzt einige wieder aufschreien werden, es ist ja geplant, dass die Sachen auch noch nachgereicht werden. Aber ich meine, es ist wirklich eine Erhöhung drin. Ich meine, vorher wären es 2 Medaillen gewesen, die ihr umwandeln konntet. Wenn nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil es würde mich wirklich mal interessieren, ob das auch erhöht worden ist. Ja, und beim Pilzstand seht ihr das auch nochmal. Das ist ja eine Produktion sozusagen von den Schweinen. Wenn man die Schweine aberntet, dann erhaltet ihr Pilze. Und da sind die ganzen Sachen auch nochmal ein bisschen erhöht worden. Da haben wir nämlich jetzt 16 Edelsteine. Wo ich mir jetzt persönlich nicht ganz sicher bin, ist der Kunsthandwerksladen. Es kann sein, dass da auch eine kleine Erhöhung stattgefunden hat. Ich meine, Wolle ist ja nun mal auch eine Produktion der Schafe. Dementsprechend könnte ich mir das schon gut vorstellen, aber ich kann es jetzt leider nicht nachweisen. Bei mir ist es so, auf Level 4 aktuell bekomme ich 11 Medaillen. Ihr könnt das Ganze ja mal mit eurem Level vergleichen. Wo sich meiner Meinung nach auch etwas verändert hat, was aber nicht explizit drin gestanden hat, meine ich. Ich habe schon 3 Aufträge angenommen gerade eben und ich habe immer noch 3 Aufträge hier drin. Das heißt, ich habe jetzt 6 Aufträge. Ich weiß nicht, ob das jetzt gewollt ist oder ob es tatsächlich jetzt vielleicht abhängig vom Level sogar ist, dass die Aufträge immer mehr werden. Vorher hatte ich nie mehr als 3 oder 4 Aufträge gleichzeitig hier in der Stadt drin. Ja, das waren alle Updates, die ich jetzt aktuell für euch habe. Wie gesagt, bei den Shops im Einzelnen bin ich mir nicht sicher. Da stand nur drin, dass die Ergebnisse, die Endproduktion sozusagen, ich weiß das Wort gerade nicht mehr, von Tieren erhöht worden ist, dass man mehr Edelsteine bekommt. Bei den anderen Sachen bin ich mir nicht so sicher. Logisch wäre es, wenn die Wolle dadurch auch ein bisschen erhöht worden wäre, weil das ja auch eine Endproduktion im Endeffekt von den Tieren ist, also sprich von den Schafen. Ja, und am meisten freue ich mich drauf natürlich, dass wir die Schafe noch dazu bekommen haben, aber auch über die Änderung, dass der Tank noch ein bisschen verbessert worden ist, weil ja, gerade auf den kleinen Farmen, die ich angelegt habe, die sind jetzt alle über Level 20 bzw. rum Level 20.
die kleineren von den neuen Farmen. Und ich muss sagen, da habe ich wirklich arge Probleme mit meinem Tankvorrat. Deswegen freut mich das eigentlich am meisten. Und ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare rein, worüber ihr euch am meisten freut. Wollt ihr mehr Deko haben? Wobei die natürlich zu Beginn des Spiels nicht, also beziehungsweise der Early Access Phase noch nicht so wichtig ist. Da wird noch so einiges kommen. Es werden ja noch DLCs kommen, wo noch viel Deko dabei sein wird. Es wird auch so sicher noch sehr viel Neues eingefügt werden, sodass ihr die Sachen dann automatisch freigeschaltet bekommt, indem ihr euren Charakter levelt. Und ja, da bleibt weiterhin nur zu sagen, der XP-Boost steht ja auch mehr oder weniger vor der Tür. Ich glaube, der sollte diesen Sommer noch eingeführt werden wieder, wenn ich mich richtig erinnere. Schaut gerne nochmal mein Video nach auf der Roadmap, beziehungsweise schaut in der Roadmap in meinem Video nach. Und ja, aber auch so könnt ihr natürlich trotzdem noch bei anderen Leuten auf die Farm gehen, weil ihr da natürlich auch fleißig XP bekommt. Zum Beispiel, weil ihr selber noch nicht groß genug seid oder so und noch nicht die passenden Sachen bei euch stehen habt. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.